Leute, sagen wir erstmal wieder Moin Moin auf YouTube. Danke fürs Reinschalten zu einer neuen Runde hier LS19. Mal friesischer Marsch, vierfach. Ja, auf Wunsch der Livestream-Zuschauer aktuell auf Twitch. Wenn wir auch den Fan Ideal noch mal ein bisschen mit zum Einsatz bringen, der darf sich jetzt mit den beiden neuen John Deere-Dreschern denn auf dem Vermehrungsgrasfeld begnügen. Wir müssen einmal fertig machen, ankoppeln, dahin schicken und dann sehen wir noch zu, dass wir genug Anhänger zum Abfahren da haben. Und dann läuft das Ganze. Auf Feld zu können ja alle groß. Welches Feld? Weder vielleicht im Hafer oder so oder dann Sonnenblumen. Ich weiß es noch nicht. Wir haben ja also alle Dredger zum Einsatz. Das ist ein bisschen viel. In der Halle steht noch ein Fliegelanhänger. Ja, wir haben ja genug da. Wir nehmen also von den Abfahrern, stehen ja ganz viele Abfahrer. Wir werden auch wieder jetzt das Vermehrungsgras mit Überladewagen nach Möglichkeit abfahren. Mit dem Harvest-Trailer. Hier muss dann einmal Feld 36 rein. Kann er theoretisch versuchen, da selbst hinzufahren. Gucken wir mal. Genau. Der kann auf jeden Fall schon mal zu Feld 36. Abfahrer auch, wobei wir müssen die dann gucken, wo wir die genau hinbringen. Auch nicht Gerst, ist dann Vermehrungsgras. Ja, das wollen wir auf jeden Fall heute noch geerntet bekommen, auch wenn es kein kleines Feld ist. Ich denke, das schaffen wir aber trotzdem. Vermehrungsgras. So, dann haben wir die schon mal hier alle weg. Und da die so schnell da sind, müssen wir da auch gleich eingreifen. Ja, ich bin noch so ein bisschen am Hin- und Herschwanken. Mache ich wieder diese Lance-Variante auf dem Feld oder gehe ich wieder zu der anderen Taktik über? Weiß man nicht, ne? Was man da macht. Müssen wir sehen. Glaube ich, nehme mal wieder die andere Taktik. Ach, der steht ja hier jetzt, ne? Na gut, ist ja auch nicht verkehrt. Nicht ganz zumindest. Hier auch nochmal Silage schaufeln lassen. Wir können eigentlich mit dem hier anfangen. Die anderen dann können wir gleich losschicken auf der richtig passenden Bahn. Ja, mit voller Wucht da reingefahren. Sehr gut. Bloß keine Geduld hier an den Tag legen.
Aber ich muss es erstmal ein bisschen vorbereiten, ne, bevor wir da jetzt gleich Vollgas geben. Ist ja nix. Orchestus absoluter Lieblingsdrescher, der Fan ideal. Wegen der Farbe, Optik, Gestaltung. Na, Farbe ist Optik. Gestaltung ist auch Optik. Größe. Ich würde überall sind schöne Schilder hier auch, ne? Vorsicht vor der Kurve. Schwarz, breit, stark. Oder waren das Fulda-Reifen? Oder brauchst du bei deinem Fahren dann aber nicht wirklich. Doch. Das soll auch, das kann Shelly auch helfen. Komm auch auf die Standard, auf die hier ohne Gräben, ne? Achtung, Kurve. Obacht. Farbe und Optik, ja. Na, ist auch schöner, wenn hier so ein Schild hier einfach irgendwo in der Gegend rumsteht. Ich finde schön. So, dann. Genau, das ist der Überladewagen. Die anderen beiden, deren lasse ich. Kannst du mir schon mal so weit ins Feld reinfahren, dass wir den dritten Drescher noch fertig machen können und dann, wenn wir gleich habe, Überladewagen, Abfahrer und dann ist das auch gut. Abstand werden sie schon kriegen, gleich durch das Kursladen und so weiter, das passt dann schon. Ach, oder ich mach doch mit Lance. Weil das nachher ja eigentlich immer ganz gut geklappt hat. Am Anfang war es immer ein bisschen blöd, lag aber auch so ein bisschen an den Abfahrern, die dann den Dreschern auf der Außenbahn entgegenfahren und so natürlich für Schwierigkeiten sorgen. Ansonsten hat Lance ja ganz gut funktioniert. Und nochmal auch alle Schwattablage machen, falls wir das ganze Gras dann nochmal einsammeln wollen. Gut, wir machen Lance. Guck mal, 23, 36 Dreschen Lance. Das wäre sogar passend, Leute. Ich weiß noch nicht, wo ich den ersten Punkt habe. Das ist da unten. Das wäre sogar die richtige Einstellung. Sofern ich. Aber das ist ja kein Versatz Lance gewesen, ne? Das ist, glaube ich, Einzel Lance. Ich habe ehrlich gesagt mit Leben. Hab nur leider nicht, hier ist nicht der erste Punkt. Wow. Wir werden sehen, wir werden sehen. Hier glaube ich nicht drin speziell. Ich sage, für die erste Reihe ist jetzt ein bisschen nervig. Wir müssen auch gucken, wie weit ist denn das und wo kommt er denn? Das sehen wir dann gleich.
müssen wir schon mal den Kurs finden können. 23 Binder. Damit wir mit denen nicht direkt das Problem in der nächsten Ecke haben. Und das ist natürlich auch einfach. Fahren wir den wieder ein paar Meter zurück und dann haben wir da einen Spielraum. Dann müssen wir den Habe-Überladewagen schnappen und dann kann es losgehen hier. Das wird schon irgendwie gut gehen. Bei den Lands müssen wir es nachher aufteilen selber. Das können wir machen, das ist nicht so schlimm. Gut. Er wird wahrscheinlich gleich gebraucht beim ersten. Da ist auch die Frage, was macht eigentlich der Rollrasen? Ne? Den haben wir auch lange nicht besucht. Ich glaube, den haben wir am Anfang einmal bestückt, aber das war's auch. Hat trotzdem geschafft, den aufzuholen hier vorne. Schade. Ich hätte gedacht, die erste Kurve schafft er noch. Der Ideale. Ja, die haben ja Bunkerkapazität, ne? Das ist das Gute fürs Abfahren. Nicht ganz so schlimm. Wir können auch mal ein bisschen fahren, wie man sieht. Der Ertrag scheint jetzt auch nicht übermäßig zu sein. Was natürlich hier haben, wir haben wieder die normale Abbunkergeschwindigkeit, nicht mehr die übertriebene. Und wir müssen gucken, wo er die Spur wechseln will, weil er muss natürlich weiterhin noch Spur 1 fahren. Das könnten wir selber so ein bisschen nachvollziehen, indem wir auch mit dem Trecker einfach den 2336 Kurs laden. Uns das gleich mal kurz anzeigen lassen, ob der vielleicht hier vorne gleich die Bahn wechseln möchte. Sieht nämlich danach aus, dass das hier vorne der Startpunkt ist. Problem schon gelöst. Das ist klar. Das sind wir schon hier. Da vorne haben wir auch gleich ein Problem auf der Ecke. Boah, weiß ich noch nicht genau, ob ich da Silageballen draus mache. Ich habe noch keine Gedanken drum gemacht. Ich dachte nur, ich mache lieber erstmal Schwatt. Wer weiß, vielleicht verarbeiten wir es noch irgendwie. Das machen wir jetzt auch ganz einfach. Hier fahren wir einmal selber und dann drehen wir aber und bringen ihn wieder zurück, weil er sonst auf der falschen Bahn wahrscheinlich ansetzt und schon zu Lands übergehen will. Es könnte sein, dass man es nicht mehr schafft. So, am besten setze ich den einfach hier auf diese Spur
Da vorne haben wir natürlich jetzt ein Problem, dass der John Deere sich am Pen vorbeidrängeln möchte, ne? Da müssen wir jetzt den John Deere mal kurz eine Pause gönnen. Den mal ein Stück zurückfahren, dann können wir den auch nutzen. Das gilt auch für den dritten Drescher, den nehmen wir auch erstmal raus. Ja, mal schauen. Ich weiß noch nicht genau. Mit dem ganzen Gras hier veranstalten. Aber auch so. Dann braucht halt schon seine Zeit hier am Vorgewende. Zwei Ingame-Tage werde ich noch schaffen, wahrscheinlich, ja. Oh, danke dir, das hört sich nach einer Stunde an. Vielen lieben Dank für 100 Bits, danke dir. Auch schon wieder eine Stunde. So, der Fan ist genug weg, der andere jetzt auch gleich, dann können wir den hinterher schicken und dann nerven die sich hier hoffentlich nicht zu sehr und dann ist es auch entzerrt. Quatsch. Crossplay ist schon sinniger, ne? Der Ertrag ist bei unserem Vermehrungsgras schon wieder nicht so toll. Moin, moin. Aber ich sage, jetzt ist es entzerrt. Das ist weit genug erstmal. Gibt uns jetzt Zeit, den Fan ideal einmal leer zu kriegen. Sofern das hier passt. Gut. Und Super Sunday-Punkte dürft ihr gerne raushauen, das stimmt. Ist auch noch eine Möglichkeit, ne? Einen gemeinsamen Sonntag werden wir wahrscheinlich vor Alice 22 noch schaffen können. Ja, auch ist das. Ach ne, jetzt habe ich den anderen, habe ich getauscht, ne, oder?
Okay, jetzt hat auch wieder so komisch scheinende Abladerohr, meine ich. Der Staub zumindest ein bisschen ganz gut, ne? Und bin gespannt, wie das mit dem Staub echt nachher im LS22 wird. Ich hoffe natürlich mehr als das, was wir in diesen Vorschau-Dingern gesehen haben. Dass sie da nochmal ein bisschen dran gearbeitet haben. Moin, moin, moin. Hätten wir doch den letzten Drescher noch schnell leer machen sollen, auch wenn da nur irgendwie 1000, 2000 drin wären. Ich denke, das passt. Wir bringen den da einfach mal hin. Ja, da hätten wir schon, der EDA hat genug Vorsprung gehabt. Mal gucken, wie das jetzt mit dem ersten und zweiten John Deere funktioniert. Ja, schön Anhänger stehen lassen. Das macht Sinn. Kann man mal machen. War das denn eigentlich? Oben war auch schon, ne? Stimmt. Das Feld übersehe ich immer irgendwie. Feld 37 müssen wir auch noch machen. Sollen wir da die beiden Klaas hinschicken? Ich denke. Zumindest sind sie dann schon mal da, ne? Das muss ja auch noch nebenbei laufen. Wir können hier nicht komplett entspannte Ernte machen. Weil sonst ist ne, Erntezeit, Erntefenster vorbei. So, dann müssen wir erstmal wieder leer machen. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. War ganz entspannt, schon alles einzurichten. Vor allen Dingen haben wir gleich wieder Probleme am Ende. Abstandshaltung, Abstandsprobleme. Da wird die Abstandsregelung nicht eingehalten.
Da kann ich mich eigentlich nur durchdreschen. Alles andere hilft hier ja auch nicht weiter. Das ist auch schön, ne? Im Hintergrund mit den beiden Klaas, die gerade vorfahren. Das sieht nach Arbeit aus hier. Und Winnie, 555 Bits, danke dir und auch eine gute Nacht. Vielen Dank, danke, danke für den Support. Vielen, vielen Dank und ja, ne, angenehme Nachtruhe. Danke fürs Reinschalten. Frage, die sich nachher natürlich stellt, auf welcher Seite fangen die Lands an, ne? Man weiß es nicht. Also, habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Aufgeschrieben habe ich mir das schon mal. Kann ich also nichts zu sagen, wie ich das zeitlich schaffe. Das wären dann irgendwelche verbindliche Aussagen, die ich nicht halten kann. Also von daher, ich weiß es nicht. Kann sein. Es kommt drauf an. Also wenn der auf dieser Seite endet, dann würde ich sagen, dass die Lands auf der anderen Seite beginnen. Wissen tue ich es natürlich nicht, weil hier ist auch in die Richtung eine Reihe. Der war jetzt schon ziemlich voll, ne? Tatsächlich 93%, das wird sportlich. Ja, noch rechtzeitig hinzukommen. Naja, schaffen wir nicht, er macht Lücke. Zu spät, zu lange im Drescher gesessen. Mal gucken, dass wir dem einfach schon mal in die Lands reinfahren hier. Mit 24% sollte der eigentlich auch durchkommen. Muss ich nur gucken. In welche Richtung ich muss. Der dritte kann auch durchfahren, ne? Also der jetzt sich da gerade hier vorbei fährt, der kann gleich durchfahren. Der fände ideal, kann hier vorne die beiden Reste, das ist mit dem Standardhelfer zur Not zu erledigen, einmal hin und zurück, dann ist die Ecke auch weg.
Er schnappt hier erstmal wieder seine Ursprungsbahn. Der fährt wahrscheinlich schon leer. Ja. Machen wir leer. Lass mal den, genau das ist der, den lassen wir mal vorbei. Und vorbei ist auch schon wieder die Folge, Leute. Vorbei ist das Stichwort hier, ne? Danke fürs Reinschalten auf YouTube. Twitch-mäßig logischerweise gibt es noch zwei, ne? Geht gleich weiter. Von daher vielen, vielen Dank, liebe Leute, für den Support. Danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.